Einen wunderschönen guten Morgen und willkommen auf drohne-check.de. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Wir schauen uns heute das neueste Modell von JTRC, die X11, genauer an. Diese Drohne bringt hier unten eine 2K-Kamera mit, jede Menge Unterbodensensoren. Das bedeutet, wir können die Drohne auch indoor entspannt und ruhig fliegen. Und die Drohne verfügt über jede Menge intelligente Flugfunktionen. Aber ob diese Drohne tatsächlich in der Praxis was taugt, zeige ich euch jetzt. Let's go! Die JTRC X11 Drohne ist eine Reisedrohne, die über faltbare Rotorenarme verfügt und damit in nahezu jeden noch so kleinen Reisekoffer passt. Die Drohnenkamera nimmt Fotos und Videos mit einer Auflösung von 2K auf. Die Videos werden außerdem mit 20 Bildern pro Sekunde aufgenommen. Der Gimbal der Kamera kann außerdem um 90 Grad nach unten als auch wieder nach oben geschwenkt werden. Links an der Seite befindet sich der SD-Karten-Slot der Drohne. Hier können SD-Karten bis zu einer Größe von 32 GB eingesetzt werden. An der Unterseite der Drohne finden wir hier eine Bodenbeleuchtung vor. Diese können wir über die Fernsteuerung ein- als auch ausschalten. Und hier befinden sich zwei Unterbodensensoren. Wir können die Drohne also auch indoor fliegen. Dann schalten wir einfach das GPS aus und dann sollte die Drohne sehr ruhig und entspannt in der Luft stehen. Und die Drohne navigiert sich dann mit diesen beiden Sensoren hier. Hier an der Rückseite der Drohne kommt der Akku rein und der Akku ist ein 3400 mAh Akku und der soll die Drohne für eine Flugzeit von knapp 20 Minuten am Himmel halten. Ob die Flugzeit tatsächlich so lang ist, das zeige ich euch dann gleich später noch, wenn wir mit der Drohne fliegen gehen. Auf der Oberseite der Drohne finden wir außerdem den Ein- und Ausschaltknopf der Drohne. Bei der Fernsteuerung der Drohne hat man sich ein wenig an der Fernsteuerung der Mavic Pro orientiert. Diese sieht zwar nicht ganz genauso aus wie die der JTRC X11, aber das Design ähnelt schon sehr dem von DJI. Wenn wir diesen Regler hier nach rechts schieben, dann schalten wir die Fernsteuerung ein. Und wie ihr hier bereits sehen könnt, gibt es ein Display, auf dem wir verschiedene Metriken einsehen können. Hier blendet jetzt die Sonne ein bisschen und ihr seht auch gleich, dass die Helligkeit des Displays nicht besonders groß ist. Wir sehen hier zum Beispiel die Distanz, also wie weit die Drohne von uns weg ist, wie hoch die Drohne fliegt, wie der Ladestatus des Akkus der Fernsteuerung und der Drohne ist und wie stark das Signal ist und welchen Steuerungsmodus wir eingestellt haben. Mit diesem Knopf hier können wir ein Foto aufnehmen oder eine Videoaufnahme starten oder stoppen. Hier an der rechten Seite befindet sich das Return-to-Home-Symbol. Das bedeutet, wenn wir hier drauf drücken, kommt die Drohne zum Startpunkt zurück. An der rechten Seite der Fernsteuerung können wir das GPS der Drohne ein- oder ausschalten. Das bedeutet, wenn wir indoor mit der Drohne fliegen wollen, müssen wir dann den Regler hier einfach nach unten stellen. An der rechten Seite befindet sich außerdem der Knopf, mit dem wir die Beleuchtung der Drohne unten am Unterboden ein- als auch ausschalten können. Und wenn wir diesen Knopf hier länger drücken, dann können wir die Geschwindigkeit der Drohne entweder auf langsam oder schnell einstellen. Mit diesem Rädchen hier können wir den Gimbal der Drohne nach oben oder nach unten schwenken. Wenn wir diesen Knopf hier drücken, begibt sich die Drohne automatisch in die Luft. Wenn wir diesen Knopf hier drücken, landet die Drohne außerdem wieder automatisch. Dieses Rädchen hier hat keine Funktion. An der Rückseite der Fernsteuerung müssen außerdem zwei AA-Batterien eingesetzt werden. Diese sind im Lieferumfang nicht enthalten. Wenn wir die Drohne jetzt fliegen wollen, müssen wir hier dieses Schloss der Fernsteuerung gedrückt halten und die Fernsteuerung einschalten. Und jetzt sehen wir hier, dass diese Balken immer noch blinken. Die leuchten also nicht durchgehend. Als nächstes müssen wir die Drohne einschalten. So, jetzt haben wir gehört, dass die Fernsteuerung noch mal kurz gepiept hat. Und als nächstes müssen wir die Drohne auf einen ebenen Untergrund stellen und dann für 8 Sekunden warten. Das steht auch genauso nochmal in der Fernsteuerung beschrieben. Als nächstes, haben wir gerade gehört, hat die Fernsteuerung einen Piepton abgegeben. Und jetzt sehen wir auch hier oben, dass wir die Drohne kalibrieren sollen. Und das funktioniert folgendermaßen. Zuerst müssen wir die Drohne im Kreis drehen, ungefähr 3 Mal. So, wenn wir das erledigt haben, müssen wir die Drohne mit der Schnauze nach unten gezeigt auch nochmal um die eigene Achse drehen. So, das hat jetzt alles geklappt. Das sehen wir daran, dass hier auf der Fernsteuerung oben links in der Ecke das Kalibrierungssymbol nicht mehr blinkt. Das bedeutet, wir haben die Drohne erfolgreich kalibriert. Jetzt müssen wir natürlich noch hier unser Handy anbringen. Hier müssen wir das Ganze rausziehen. Das geht ein bisschen schwierig und deswegen müssen wir hier ein bisschen Kraft aufwenden. Zack.
Und hier wird dann jetzt gleich unser Handy eingesetzt. Ich habe jetzt schon mal hier meinen 110 eingesetzt und das sitzt wirklich felsenfest hier in der Fernsteuerung. Und wie ihr hier sehen könnt, da fällt nichts runter. Als nächstes müssen wir uns noch mit dem WLAN der Drohne verbinden. So, das haben wir gemacht. Und jetzt gehen wir in die JJRC-X App. Hierbei ist es wichtig, ihr könnt hier oben rechts in der Ecke die Sprache umstellen. Zack. Und ich stelle jetzt natürlich Englisch ein. Also die App gibt es bis jetzt leider noch nicht auf Deutsch. So, wenn wir in die App reingehen, wird uns außerdem jedes Mal nochmal ausführlich erklärt, wie die App zu bedienen ist. Ihr seht jetzt hier auf dem Bildschirm der App nochmal alles im Detail erklärt. Das überspringe ich jetzt mal. So könnt ihr aber die App kennenlernen. Wenn wir die Motoren der Drohne jetzt starten wollen, müssen wir einmal ganz kurz hier auf dieses rote Schloss drücken. Zack. Und dann können wir mit der Drohne abheben. So, die Drohne ist wirklich flink. Und jetzt schauen wir uns das mal an, wie gut oder schlecht die Drohne jetzt hier in der Luft stehen bleibt. So, ich mache jetzt hier mal nichts. Ja doch. Und die Drohne steht wirklich sehr, sehr ruhig und entspannt in der Luft. Das gefällt mir an dieser Stelle also auf jeden Fall schon mal gut. Ja, und das Flugverhalten scheint wirklich gut zu sein. So, dann fliegen wir jetzt mal hier mit der Drohne die ersten Meter. Also ich sehe schon, dass beim der Videoübertragung auf jeden Fall die Propeller im Bild zu erkennen sind. So, und wir sind hier jetzt knapp 150 Meter weg. Und ich habe die Drohne auch noch vollkommen unter Kontrolle. Kein Problem. So, und jetzt probiere ich hier mal den Gimbal nach unten zu neigen. Wieder ein Stück nach oben. Das klappt also gut. So, ich gehe jetzt mal hier noch ein Stück weiter. Und wir schauen mal, wie weit die Drohne im Reichweitentest sich schlägt. So, jetzt sind wir hier bei knapp 200 Meter, 220. Okay, jetzt gibt es erste Aussetzer bei der App, aber die Drohne steht immer noch ruhig und entspannt in der Luft. Ich habe die Drohne gerade nach links gedreht. Das funktioniert immer noch wunderbar. So, jetzt fliege ich mal wieder ein Stück nach vorne. Also 250 Meter kriegt die Drohne hin. Aber dann muss ich jetzt auf jeden Fall sagen, so, jetzt haben wir das Signal zur Drohne verloren. Okay, jetzt ist es wieder da. Also im Reichweitentest können wir festhalten, bis 250 Meter können wir die Drohne gut steuern. Ich fliege mit der Drohne jetzt wieder mal ein Stück Richtung Heimat, Richtung Ausgangspunkt. So, also ich habe noch die Kontrolle über die Drohne, über die Fernsteuerung, aber die App hatte das Signal bei knapp 230 Metern verloren. Aber ich würde sagen, eine Reichweite von 250 Metern für eine Drohne dieser Preisklasse ist auf jeden Fall ausreichend. Das gefällt mir schon mal gut. Wie eine Videoaufnahme sieht, habt ihr gerade schon gesehen und ich schieße jetzt mal noch ein paar Fotos. So, jetzt habe ich das erste Foto geschossen. Dann schießen wir mal noch eins hier. Zack. Ja. Das klappt doch gut, würde ich sagen. Das Fliegen der Drohne macht wirklich sehr viel Spaß und die Drohne setzt sofort alle Befehle um, die man der Drohne über die Fernsteuerung auf den Weg gibt. Und laut dem Datenblatt ist die Drohne bis zu 40 Kilometer schnell. Ob das wirklich so ist, kann ich leider gerade nicht nachprüfen. Aber wenn ich das mit dem Flugverhalten von anderen DJI-Drohnen vergleiche, die ähnlich schnell unterwegs sind, kann das schon ungefähr hinkommen, würde ich sagen. Jetzt hole ich die Drohne mal ein Stück wieder zu mir, denn die Drohne besitzt natürlich auch intelligente Flugmodi, die ich jetzt hier zusammen mit euch ausprobieren möchte. Die Drohne besitzt zum Beispiel einen Waypoint-Modus, einen Follow-Me-Modus und einen Orbit-Modus, also wo die Drohne sozusagen um uns kreist. So, und jetzt probieren wir mal die Orbit-Funktion aus. Also die Drohne kreist um mich, wie ihr sehen könnt, aber die Drohnenkamera hat mich leider etwas aus den Augen verloren. Also dieser Orbit-Modus ist auf jeden Fall mit etwas Übung zu genießen. Also das Ganze funktioniert, wie ihr jetzt hier sehen könnt. Die Drohne umkreist mich,
Aber man muss sich natürlich schon genau in die richtige Stellung bringen. Aber wenn wir das einmal gemacht haben, dann sehen wir, dass die Drohne uns wirklich im Auge behält und den Radius auch relativ sauber um uns herum zieht. Ist natürlich trotzdem nicht für den professionellen Anspruch geeignet, aber für den Einsteiger, da reicht der Orbit-Modus auf jeden Fall mal aus, um das mal auszuprobieren. Und man kann auch, während die Drohne ums Ziel umkreist, den Gimbal der Drohne nach oben und nach unten schwenken. Das funktioniert gut. So, zack, dann haben wir das mal gestoppt. Wir probieren jetzt mal zusammen die Wegpunkte-Funktion aus. Und leider sagt die Drohne auch an dieser Stelle, beziehungsweise die App, dass das GPS-Signal der Drohne bzw. des Handys nicht ausreicht. Und das verstehe ich aber nicht so richtig, weil die Drohne zeigt hier zumindest in der App an, hatte 17 Satelliten. Und das bedeutet eigentlich, dass die Verbindung sehr gut ist. Okay, das klappt jetzt hier an dieser Stelle auch nicht, wenn ich den Follow-Me-Modus nutzen möchte. Wenn ich jetzt hier in die Karte gehe, dann zeigt es mir leider auch keine Karte an. Das finde ich natürlich etwas schade. Okidoki. Also Orbit-Modus funktioniert gut. Der Follow-Me-Modus, dazu kann ich leider nichts sagen, weil die Drohne mir mitgeteilt hat, dass sozusagen das GPS-Signal des Handys nicht ausreichend stark ist. Und ich habe auch schon mein anderes Handy probiert. Ich habe jetzt hier gerade verwende ich das 110. Ich habe schon das Samsung Galaxy S8 probiert. Da hat die App das gleiche angezeigt. Und ich habe auch noch mein BlackBerry Key 2 genutzt. Da kam die gleiche Meldung. Also an der Stelle weiß ich leider nicht, woran das Ganze liegt. So, ich habe die Drohne jetzt mal hier knapp 150 Meter weggeflogen. Und jetzt sage ich der Drohne, bitte komm zum Startpunkt zurück. Ich habe es also hier unten auf diesen Knopf gedrückt, Return to Home. So, und dann gehen wir jetzt mal hier zum Startpunkt zurück. Ich mache hier nichts, wie ihr sehen könnt, nichts, gar nichts. Ich werde nur eingreifen, wenn die Drohne entweder auf dem Auto landet oder zu weit abseits. Aber ansonsten schauen wir jetzt mal, wie gut die Return to Home Funktion klappt. Also die Drohne ist vor uns hier auf diesem Landing Pad losgeflogen und ich mache nichts. Ich lasse die Drohne eigenständig landen, komplett eigenständig. So, aber das sieht doch eigentlich sehr, sehr gut aus. So, schaut euch das mal an. Jawohl, ja, das finde ich doch schön. Also, das hat gut geklappt, auf jeden Fall. Hier ist die Drohne gestartet und ja, vielleicht ein halber Meter, wenn es dann überhaupt so viel ist, hat die Drohne wieder gelandet. Ja, das klappt sehr, sehr gut. Cool. Ich möchte noch ein kurzes Fazit zur JGRC X11 Drohne ziehen. Mit dem Flugverhalten bin ich wirklich sehr zufrieden. Also die Drohne steht sehr ruhig und entspannt in der Luft. Und vor allem Einsteiger werden das auf jeden Fall sehr viel wertschätzen. Die Flugeigenschaften sind wirklich sehr, sehr gut. Weiterhin funktionieren die Sicherheitsfunktionen wirklich sehr zuverlässig. Also wenn die Drohne zum Beispiel nur noch einen niedrigen Akkustand hat, dann bekommen wir einen sehr lauten Piepton über die Fernsteuerung und die Drohne kommt automatisch zum Startpunkt zurück. Weiterhin funktioniert die Return-to-Home-Funktion wirklich sehr zuverlässig. Ich habe 6 oder 7 Return-to-Home-Tests gemacht und die Drohne ist immer in einem Umkreis von knapp einem halben Meter vom Startpunkt aus entfernt gelandet. Das klappt an dieser Stelle also auf jeden Fall sehr gut. Die Flugzeit von knapp 18 Minuten ist für eine Drohne dieser Preisklasse ebenfalls als gut einzustufen. Dennoch, wenn du dir die Drohne kaufen möchtest, dann würde ich dir auf jeden Fall empfehlen, noch 1 oder 2 Zusatzakkus dazu zu kaufen, da du ansonsten schon nach knapp 18 Minuten wieder nach Hause fahren musst und den Akku laden musst. Leider konnte ich in der Praxis nicht alle intelligenten Flugmodi ausprobieren. Bei mir hat leider nur der Orbit-Modus funktioniert. Und der ist etwas gewöhnungsbedürftig. Allerdings, wenn man da ein bisschen Übung damit hat, dann kann man damit auch wirklich schöne Rundumflüge um ein Objekt oder um einen selber durchführen. Das funktioniert gut. Wie ich euch ja vor uns gezeigt habe, hat die Wegpunktefunktion als auch das Follow Me bei mir leider nicht funktioniert. Es hat dann immer angezeigt in der App, dass die Signalstärke von meinem Handy zu schwach ist. Und ich habe auch 2 andere Handys noch ausprobiert und das hat da leider auch nicht geklappt. Also ich kann
leider nicht genau sagen, woran das an dieser Stelle liegt. Kann natürlich sein, dass es nur an meiner Drohne liegt, das kann ich allerdings zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sicher sagen. Ich vermute, dass meine Drohne an dieser Stelle einen kleinen Fehler hat, irgendwo in der Programmierung oder in der App, weil andere YouTuber konnten diese Funktion testen und bei denen hat das relativ zuverlässig funktioniert. Einsteigerpiloten werden mit der Qualität der Fotos, die die Drohnenkamera hier unten aufnimmt, zufrieden sein. Allerdings sollten anspruchsvollere Fotografen auf jeden Fall auf ein anderes Modell setzen. Die Qualität der Videoaufnahmen in 2K ist eher durchschnittlich. Die Farben sehen relativ matschig aus. Außerdem werden Videoaufnahmen bei 2K in 20 Bildern pro Sekunde aufgenommen. Und das sieht dann manchmal etwas ruckelig aus, wenn wir diese Aufnahmen abspielen. Insgesamt bin ich mit der JGRC X11 Drohne relativ zufrieden. Die Vor- als auch Nachteile habe ich euch gerade erläutert. Falls du dir diese Drohne kaufen möchtest, dann klick auf jeden Fall auf den Link, der sich in der Videobeschreibung unter dem Video befindet. Da findest du einen sehr guten Preis für diese Einsteigerdrohne. Falls dir das Video gefallen hat, würde ich mich außerdem sehr freuen, wenn du dem Video einen Daumen nach oben gibst, meinen Kanal abonnierst und ganz, ganz wichtig, bam! Drück außerdem auf die Glocke, damit du auch eine Benachrichtigung erhältst, wenn ich ein neues Video hochlade. Ansonsten bedanke ich mich an dieser Stelle fürs Zuschauen und freue mich, wenn du das nächste Mal wieder einschaltest. Bis dahin, ciao!